Hallo und willkommen zurück bei Bioshock. So, wir gehen auch wieder weiter hier. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Junge, Junge. So, lass. Geht weg. So, mal sehen, machen wir irgendwelche Leute. Wieder hier ein aufregendes Spiel. So, zack, zack. Ein Grad noch da. Bums, bums. Dick gekauft. So, schau mal. Sind wir noch? Oh, hier bist du im Coolen. Ja. So, schön. Hahaha. Du mich auch. Oha. Alter. Die wird nicht toll, wa? Okay, mal das durchladen. Immer besser vorher gut geladen zu haben. Wir lassen uns die Zeit. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Du mich auch. Wir machen mal einen Hack. Können wir dann, wenn wir hier mal dahin müssen. Und sie dann für billig Geld heilen. Aber die Tage gehen wie im Flug. Du sagst, es ist irgendwie alle. Geht keiner nach oben? Was sagt? So, den hier hin und den da hin. $10. Soll ich gleich zu Anfang versuchen, oder was? Ach, da unten sind ja auch Dinger. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Staat, die Armen, das Militär, der König, der Gott. Das meine ich. Hat kein Ende. Du fetter Wack! Den will ich hacken, dann ist er auf meiner Seite. Das ist schon mal gut. Ah, richtig kack. Ja, haben wir einen nach oben. Ich weiß gar nicht so gut. So. Zack. Zack.
Da noch einen hin. Da noch einen hin. Drei Grad. Da. Gib sie aus! Nur an dich selbst begonnen. Hier? Was ist das hier? Kann ich aber keinen Verweis mehr drauf. Schade. Geil. Gucken wir uns hier nochmal. Ah! Was krabbelt da in meinem Garten? Ist die Alte jetzt doch hier? Ich hoffe nicht. So, wo ist er hin? Geht doch. Wir retten mal wieder die Kleine. Danke. Danke. Also aufpassen da vor dem Scheißdinger. Zeig mal her dein Geschenk. Ah, Antennas Garten, sehr schön. Geh zu! Schon fast fertig. Ein noch. Ah. Ja. Sehr schön, meins. Alter, war alles verballert. Du Big Big Daddy. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Und weg mit dir, Kollege. Oh, cool. Ja, klar, ja, woher? Oh, was ist denn hier los, Alter? Schätzchen? Bist du die Kleine, wenn ich so ein Kind? Hab ich mich erschreckt?
allmächtig ab, die er schenkt. Junge, 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 hab ich mich erschreckt. Komm her, Kollege. Und weg. Boah, das war knapp. Sie gefährden all das, wofür wir in Rapture arbeiten. Stell dir vor, die Sowjets finden heraus, dass es unsere wunderbare Stadt gibt. Oder die US-Regierung. Ach, ein Fisch. Die Haltung ist unsere Lebensversicherung. Ich dachte, was ist denn das? Sparen. Ah, schön, dass ich das auch mal gut weiß. Aber hatte ich nicht so ein Auto-Hack irgendwo? Ach nee, hatte ich nicht. Ich muss hier hin zu den Maschinen. Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Das hier ist Sistersheim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten. Juhu! Fallen lassen, sein Begleiter für dich zu kämpfen. Ja. Ich würde gerne mal so ein neues Dings kaufen. Ja, machen wir erstmal Telekinese weg, ne? Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss Sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um Sie zu schützen. Unterbringung und Unterricht sind fertig. So, machen wir kurz Pause hier. Wie machen wir das jetzt? Ah, hier ist das Videoslot. Ja. Soll ich noch einen nehmen? Auf jeden Fall kaufen wir, glaube ich, Winterblut. Sehr schön. So, Winterblut. Ja. Frieren Sie Ihre Gegner ein. Und schlagen Sie sie in 1000 Stücke. Habe ich noch was? 20. In Lager. Lieber eine Genbank. Ja, also zeig mal her. Ach hier, oder? Ach nee, jetzt muss ich da extra zusammenschalten. Ah, jetzt habe ich die Idee weggemacht. Moment! Komm ich da hin? Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin! Schnell. Ja, Glück gehabt. So, Rums, Bums. So, mich jetzt noch. Hin dahin. Nein. Den dahin. Dann. Den dahin. Und den dahin. Ich schenke dir, Frohunkel! Wir folgen los! Lieber einen anständigen! Bam, Alter!
Hat er erwischt? Sieht so aus. So ein paar Leichteinsatz hier. Oh, ist ja geflogen, Kollege. Ist ne schon wieder. Ach, hier haben wir so ein Gegenbank. So. Da möchte ich doch gerne das gegen Telekinese abfackeln. Wird sie so mitnehmen. Ach, Zigaretten, scheiße. Ich soll sie jetzt nicht unbedingt rauchen. Jetzt aber. Ich schicke dir Seuchen! Hacken soll ich versuchen? Ach, da oben. Ach, die Zeit. Das wird doch bestimmt nichts. Okay, doch. Nein, das wird nichts. Oder vielleicht doch? Bisschen Kack hier, da. Oh, da und. Sie ist gerade. Sehr schön. Willkommen im Zirkus der Wirt. So, die auch nicht. Ich quatsch da, Schwester. Für so leicht und schaubar hältst du mich also. Komm hier rüber! Hier ist der Junge zucken. Müsst ihr mich denn besser schicken? Ihr Penner. Ah, ich hab Telekinese nicht. Ich spreche Telekinese. Da kann ich das auch nicht. Versuchen wir es nochmal. Weil es uns so viele Freude bereitet. Ach komm, Alter. So, dahin. Der nach da. Nein, nein, nein. Geht doch. Tilly, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werde ich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Was ist denn das? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Sullivan, mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Ach ja. So, ganz kurz nochmal hier. Was nehme ich denn mal? Was ist das hier? Elektrobolt. Hypnotize, ach hier kommen nur Abfackeln raus. Und dafür Telekinese rein.
So, da gehen wir mal unten ans Holz. Macht man das wirklich? Schon wieder welche? Alles schön aufladen, braucht man alles hier. Hallo Moon. So, Freunde, an der Stelle mache ich einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge zu Bioshock. Tschüss.